Hallo, meine lieben Dinosaurier. Es ist so schön, euch zu sehen. Ich wette, ihr könnt es gar nicht abwarten, heute etwas Neues zu lernen. Lasst uns das Dino-Rad drehen und herausfinden, worüber wir heute etwas lernen werden. Wir lernen heute etwas über die Kontinente. Fantastisch! Und wir werden ein Puzzle zusammensetzen. Und wir werden in unserer kleinen Stadt lernen. Seid ihr bereit für ein bisschen Spaß? Okay, auf geht's! Also das sind die Puzzleteile. Sind die schön bunt? Gleich werden sich alle Teile anfangen zu bewegen und einer von euch muss Stopp sagen. Könnt ihr das machen? Gut gemacht, Dino. Mal schauen, was wir hier haben. Dieser Kontinent heißt Europa. Er ist hier gelb angemalt. Okay, Dina, du bist an der Reihe. Dieser Kontinent heißt Asien. Er ist sehr groß, nicht wahr? Und er ist hier blau angemalt. Du bist dran, Dino. Dieser Kontinent heißt Nordamerika. Er hat hier die Farbe Orange. Mach dich bereit, Dina. Du bist als nächstes dran. Dieser Kontinent heißt Südamerika und seine Farbe hier ist rosa. Dino, jetzt sagst du wieder Stopp. Dieser Kontinent heißt Australien und seine Farbe ist hier grün. Okay, Dina, du bist an der Reihe. Dieser Kontinent heißt Afrika und seine Farbe hier ist rot. Dino, mach dich bereit, Stopp zu sagen. Dieser Kontinent heißt Antarktis und er hat hier die Farbe blau. Schaut, Dinosaurier, ihr habt das ganze Puzzle zusammengesetzt. Jetzt ist es eine Weltkarte. Gehen wir alle Kontinente und Farben noch einmal durch. Blau, Asien. Rot, Afrika. Orange, Nordamerika. Rosa, Südamerika. Eisblau, Antarktis. Gelb, Europa. Grün, Australien. Fantastisch! Wir hatten heute so viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, Dino und Dina. Wir sehen uns. Hallo Dino, hallo Dina. Wusstet ihr, dass heute der Dia de los Muertos ist? Der Tag der Toten. Sollen wir am Dino-Rad drehen und sehen, wie wir feiern und was wir heute lernen werden? Mal schauen, wo das Dino-Rad anhält. Es ist das Farbenfeld. Was kommt als nächstes? Gesichter schminken. Im Park. Wir werden beim Gesichterschminken im Park etwas über Farben lernen. Wir werden ein mexikanisches Gesicht schminken, das Katrina heißt. Möchtest du als erstes geschminkt werden, Dina? Dino kann dich schminken. Als erstes müssen wir Dinas Gesicht weiß schminken. Entdeckst du die weiße Schminke, Dino? Gut gemacht. Diese Schminke ist weiß. Jetzt müssen wir um Dinas Augen herum blau schminken. Entdeckst du die blaue Schminke? Das ist sie. Gute Arbeit. Schau jetzt mal nach der roten Schminke, Dino. Da ist die rote Schminke. Die ist für ein Herz auf Dinas Stirn. Und jetzt die letzte. Kannst du die schwarze Schminke entdecken? Die ist für die Details. Das ist die schwarze Schminke. Gut gemacht, Dino.
Dina, du siehst großartig aus. Hast du jetzt Lust, Dino anzumalen, Dina? Kannst du die weiße Schminke entdecken? Die ist für sein Gesicht. Und jetzt die blaue Schminke rund um seine Augen. Und ein rotes Herz. Gute Arbeit, Dina. Aber das ist ein gelbes Herz, kein rotes. Ich habe eine Idee. Warum machst du aus dem Herz nicht eine Blume? Die Blume sieht toll aus. Und zum Abschluss schwarze Punkte. Ihr zwei seht großartig aus. Sollen wir eure Farben nochmal wiederholen? Blau, rot, gelb, schwarz, weiß. Hattet ihr Spaß beim Farbenlernen? Großartig. Bis zum nächsten Mal, Dina. Bis zum nächsten Mal, Dino. Hallo, Dino. Hallo, Dina. Wie geht es euch? Oh. Habt ihr Lust, heute etwas Neues zu lernen? Großartig. Also, ihr wisst, was zu tun ist. Drückt das Dino-Rad und wir werden sehen, worüber wir heute etwas lernen werden. Schaut, es ist das Farbenfeld. Mal schauen, was als nächstes anhält. Wir spielen Basketball. Ich frage mich, wo? Ich glaube, ich weiß, was das heißt. Wir spielen im Park Basketball, um etwas über Farben zu lernen. Dino, Dina, habt ihr Lust, Farben zu lernen mit den NBA-Basketballteams? Fantastisch! Als erstes brauchen wir unsere NBA-Teamfarben. Schau, ein roter Basketball für Dino und ein grüner Basketball für Dina. Auf geht's in den Park. Mal schauen, was für Farben wir heute lernen können. Bereit? Seid ihr bereit, NBA-Basketball mit dem Kinder-Basketballkorb zu spielen? Okay, dann fangen wir an. Dino wirft einen roten Basketball auf den Kinderbasketballkorb. Hervorragend, Dino! Rot ist die Farbe der Cavaliers und du hast deinen Korb geworfen. Jetzt bist du an der Reihe, Dina. Wirf deinen Basketball. Das ist schon in Ordnung, Dina. Die grünen Celtics haben den Korb nicht getroffen, aber sie sind immer noch im Spiel. Okay, Leute, sollen wir weiterspielen? Okay, Dino, du nimmst den blauen Basketball und Dina, du nimmst den lila Basketball. Okay, Dino, wirf deinen blauen Basketball auf den Kinderbasketballkorb. Perfekt, Dino. Die blauen Warriors haben einen Korb gemacht. Du bist an der Reihe, Dina. Werden die lila Lakers einen Korb werfen? Klasse, Dina! Gut gemacht, Leute! Ihr habt das Spiel beendet. Ihr habt heute viele Farben gelernt. Wisst ihr noch, welche das waren? Das ist richtig, Dino. Ihr habt die Farben Rot und Grün. Ja, Dina. Und Blau und Lila gelernt. Genau wie die NBA. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Dino. Hast du Lust, etwas zu lernen und Domino zu spielen? Großartig, dann fangen wir an. Schau, Dino. Die roten Dominosteine formen den Buchstaben A. Großartig. Mal schauen, was wir noch für Formen entdecken können. Aha.
Die grünen Dominosteine formen den Buchstaben B. Großartig. Sollen wir weitermachen? Schau, Dino. Da sind blaue Dominosteine. Schau, Dino, sie formen eine blaue Wolke. Großartig. Mal sehen, welche anderen Formen wir entdecken können. Siehst du, Dino? Da sind gelbe Dominosteine. Schau, Dino, sie formen eine gelbe Sonne. Hervorragend, Dino. Wir haben alle Dominosteine gefunden. Sollen wir es wiederholen? Roter Buchstabe A. Grüner Buchstabe B. Blaue Wolke. Gelbe Sonne. Tschüss, Dino. Tschüss, Freunde. Wir sehen uns. Hallo, Dino und Dina. Heute ist ein wundervoller Tag. Habt ihr Lust, etwas Neues zu lernen? Großartig. Dina, drückt das Dino-Rad und wir werden sehen, worüber wir heute etwas lernen werden. Schaut, Dino und Dina, es ist das Zahlenfeld. Mal schauen, was als nächstes anhält. Gemüse, was wird als nächstes anhalten? Wir gehen zum Feld, um Gemüse zu holen und Zahlen zu lernen. Großartig! Sehr schön, auf geht's! Wow, da ist aber eine Menge Gemüse. Fangen wir an. Schau, Dina, welches Gemüse wächst an diesen Pflanzen? Wow, Dinosaurier, das sind Tomaten. Eins, zwei und drei Tomaten. Wundervoll. Dino, Dina, schaut euch das andere Gemüse an. Oh, Dino, was ist denn das am Boden? Wundervoll, jetzt haben wir Kartoffeln. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs Tomaten und Kartoffeln. Gute Arbeit, Dino. Dina, du bist dran. Machen wir weiter. Schau, Dina. Das sind Karotten. Ist das toll. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn Gemüse. Wundervoll. Dina, Dino, hervorragend gemacht. Freunde, wir haben heute so viele unterschiedliche Gemüse kennengelernt. Lasst sie uns wiederholen. Tomate, Kartoffel und Karotte. Ist das toll? Vielen Dank für die Hilfe, Dinosaurier. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Wir sehen uns. Hallo Dino, hallo Dina. Wie geht es euch? Habt ihr Lust, heute etwas Neues zu lernen? Großartig. Naja, ihr wisst, was zu tun ist. Drückt das Dino-Rad und wir sehen, was wir heute lernen werden.
Schaut, es ist das Zahlenfeld. Mal schauen, was als nächstes anhält. Wir werden Detektive. Ich frage mich, wo? Ich glaube, ich weiß, was das heißt. Wir werden Detektive im Park sein, um Zahlen zu lernen. Dino, Dina, habt ihr Lust, verlorene Zahlen zu suchen wie ein Detektiv? Haha, ich habe auch Lust, Rätsel zu lösen. Als erstes holen wir uns unsere Zahlen. Bereit? Seid ihr bereit, eure ersten Zahlen zu lernen, Dinosaurier? Okay, fangen wir an. Dino, halte die Zahl Nummer 1 hoch. Hervorragend, Dino, die Zahl 1. Alles klar, Dina. Was kommt nach der Zahl 1? Dann tu die Zahl 2 auf die Tafel neben die Zahl 1. Gut gemacht, Dina. Die Zahl 2 war die fehlende Zahl. Okay, Leute, noch eine Runde? Dina, halte die Zahl 3 hoch. Möchtest du eine fehlende Zahl, Dino? Die nächste Zahl wäre 4, Dino. Das ist die fehlende Zahl. Okay, Dino, die Zahl Nummer 4 gehört an der Tafel neben die Zahl 3. Perfekt, Dino. Du bist an der Reihe, Dina. Tu die Zahl 5 auf die Zahl 5. Super, Dina. Die Zahl 5. Okay, Dino. Da fehlt noch eine Zahl. Weißt du, was nach der 5 kommt? Ja, Dino. Die Zahl 6. Tu die Zahl 6 auf die Tafel neben die Zahl 5. Gut gemacht, Dino und Dina. Ihr habt heute 6 Zahlen gelernt. Wisst ihr noch welche? Das ist richtig, Dina. Ihr habt die Zahlen 1, 2, 3, ja, Dino, und 4 und 5 und 6 gelernt. Gut gemacht, Leute. Ihr habt die fehlenden Zahlen gefunden. Wie bitte, Dino? Ob du einen Detektivhut haben kannst? Aber natürlich kannst du das. Viel Spaß beim Detektivspielen, Dino und Dina. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo Dino, hallo Dina, wie geht es euch? Habt ihr Lust, heute etwas Neues zu lernen? Ihr wisst, was zu tun ist. Presst auf den Knopf vom Dino-Rad und ihr seht, was wir heute lernen. Es ist das Farbenschild. Heute lernen wir etwas über die Farbe Gelb. Und schaut, es ist Marc der Zug. Großartig. Dann fangen wir an. Marc, der Zug ist hier, um uns bei der Suche nach der Farbe Gelb zu helfen. Dino, Dina, seid ihr beide bereit, loszufahren? Okay. Dann drückt auf Grün für los. Und los geht's. Okay, Dino und Dina. Ihr müsst auf unserer heutigen Zugfahrt nach der Farbe Gelb Ausschau halten. Was ist das da drüben, Dino? Das ist richtig, Dino. Es ist ein gelbes Gänseblümchen. Ist es nicht schön? Sollen wir es mitnehmen? Mal schauen, was wir noch finden können, das gelb ist. Dina, siehst du, was dort von den Bäumen hängt? Das ist richtig.
Das sind ein paar gelbe Bananen. Sollen wir sie mitnehmen, Dina? Okay, Dina. Nehmen wir zwei mit. Eine für dich und eine für Dino. Eine Banane, zwei Bananen. Okay, Dinosaurier. Meint ihr, wir können noch mehr gelbe Sachen finden? Okay, auf geht's. Schaut, Dino und Dina, da ist ein gelber Vogel. Ist das nicht ein wunderschöner gelber Vogel, Dino? Warum fragst du nicht den gelben Vogel, ob er mit uns auf dem Zug fahren möchte? Wir haben heute 1, 2, 3 gelbe Sachen gefunden. Über welche Farbe haben wir heute etwas gelernt, Dino und Dina? Richtig, wir haben über die Farbe Gelb etwas gelernt. Wir haben ein gelbes Gänseblümchen gefunden. 2 gelbe Bananen. Und einen gelben Vogel. Gut gemacht, Dino und Dina. Was meinst du, Dina? Ob du jetzt deine gelbe Banane haben kannst? Aber natürlich kannst du das. Viel Spaß mit euren Bananen, Dino und Dina. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.